meine Damen und Herren, nach fast neunjähriger Verhandlungsdauer und 11 Sitzungsperioden kam die Internationale Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen jetzt zu einem Resultat, das außer neuen Sorgen nicht viel brachte. 130 Staaten stimmten für einen Konventionsentwurf, der den Schlusspunkt hinter die dritte Seerechtskonferenz der UNO setzte. 17 Industriestaaten, darunter die Bundesrepublik und die Sowjetunion, enthielten sich der Stimme. Die USA stimmte gar mit Nein. Diese Länder bringen immerhin über 60% des UN-Budgets auf. Ursprünglich sollte die Seerechtskonferenz eine neue Weltwirtschaftsordnung einläuten. Nun aber hat sie einen Zankapfel in die Welt gesetzt. Der nun folgende Bericht, schon vor 3 Jahren gedreht, zeigt an einigen exemplarischen Fällen, wie schwierig eine internationale Konfliktlösung gerade bei Seerechtsstreitigkeiten sein kann. Auch der Falklandkrieg, uns allen noch gegenwärtig, begann einmal als maritimes Problem, das auf einer der Seerechtskonferenzen ergebnislos behandelt wurde.